Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Kommentiert wird das Ganze heute von Wolf Fuß und Frank Buschmann, das gewohnte Team also. Und ich bin sicher, das wird heute auch absolut hochklassig. Millipol Başak Şehir gegen Kew Gardens. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel. Er ist extrem schnell und wird natürlich diesen Vorteil auch heute nutzen wollen. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Was sie immer wieder schaffen, ist enormen Druck aufzubauen. Und das macht sie so erfolgreich. Damit kannst du jedem Gegner dein Spiel aufzwingen, aber du bist natürlich auch anfällig, darf's nie abschalten. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Mahmut Tekdemir. Schöner Pass. Gefährliche Szene. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Chiachi, Crivelli, Chudley. Epureanu. Gut verteidigt hier. Niklas Bergroth. Sie lassen den Ball gut laufen. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen, abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Ballverlust. Epureanu, Boli Bolingoli,
Mahmut Tekdemir. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Das ist natürlich ein guter Pass. Gute Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen Sie zurück und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Epureanu. Jetzt haben sie den Ball wieder. Er holt sich den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Was macht er draus? Wichtig, dass er sich den Ball holt. Aha, Ball springt weg. Keine optimale Technik hier, aber da war es auch eng. Wird das seine Torchance? Das könnte die Gelegenheit geben. Der Pass, nichts zu halten hier. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Hier nochmal dieser Treffer. Zwei eins, hier ist noch alles drin. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Spielt den Ball direkt zurück. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Sie bekommen eine Ecke. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Die Mannschaft braucht ihn. Ganz besonders in der aktuellen Situation. Aber ihm fehlt die Bindung in dieser Partie. Und auch deshalb liegen sie zurück. Ecke kommt. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Super dieses Zuspiel. Das sieht gut aus. Berkay Özgan. Ciaci.
Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da zieht er ab. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Wir sehen uns das Tor gerne nochmal an. Zunächst der Steilpass und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Und da verlieren sie den Ball. Zur Pause ist hier noch kein wirklicher Vorteil auszumachen. 2:2 der Spielstand. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Tolle Leistung in der ersten Hälfte. Den bekommen sie überhaupt nicht in den Griff. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt der Schuss. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Und mit diesem Treffer sind sie vorne, unglaublich. Wer hätte das gedacht, du? Nein, ich glaube keiner, wahrscheinlich sie selbst noch nicht mal. Jetzt heißt es aber vor allem eins, Ruhe bewahren. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Chiachi. Crivelli. Sie lassen den Ball gut laufen. Mahmut Tekdemir. Super Pass. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient, ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an.
gut den Körper eingesetzt. Niklas Bergroth. Da bekommt er Unterstützung. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Mahmut Tekdemir. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Giuliano. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Chiachi. Crivelli. Edin Miszka. Mahmut Tekdemir ist das. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Und geklärt hier vom Torhüter. In den freien Raum. Den Ball spielt er gut. Pfostenschuss. Riska. Mahmut Tekdemir. Chiachi. Giuliano. Was für eine Rettungstat, gehalten. Es gibt einen Wechsel. Die Ecke kommt. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Mahmut Tekdemir. Mahmut Tekdemir ist das. Da verlieren sie den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Macht er gut. Jetzt der Schuss. Jetzt haben sie es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. Wunderbares Tor. Ganz viel Effet. Was für ein Treffer. Hat kaum einer mitgerechnet. Hier nochmal die Wiederholung. Hier nochmal dieser Treffer. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Ja, das sieht gut aus. Sieht gefährlich aus. Misslungene Ballannahme hier im Bedrängnis. Ja, ja, Ball ist erstmal weg.
Boli Bolingoli. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Guter Pass. Das sieht gut aus. Und jetzt haben sie es. Da ist der Ausgleich. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Starker Zweikampf. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden.